Hey Internet und YouTube, zurück bei dem Schiffsbug. Auf jeden Fall der Typ, der herumschleicht. Hey du. Pinky. Wie zum Teufel sind Sie hier reingekommen? War kompliziert. Ich glaube, Sie sind gar nicht schlecht, wenn Sie es lebendig bis hierher geschafft haben. Erzähl das mal YouTube. So, jetzt sagen Sie mir doch mal, wieso Sie einen alten Mann belästigen, der eindeutig seine Ruhe haben will. Na, schießen Sie schon los. Reden wir über die Gesichtsrekonstruktion und Gedächtnislöschung des Androiden. Wow. Nicht so viele komische Wörter hier, bitte. Ja, reden wir gleich davon. Was reden Sie da, Junge? Ich bin nicht ein scheiß Junge. Ich weiß nicht von einer Rekonstruktion oder Löschung oder einem, wie sagten Sie, Androiden? Was ist das denn? Komm, tun wir nicht so. Sagen wir mal, es ist in Ihrem Interesse, mir zu sagen, was ich wissen will. Na gut. Also. Dieser Androide, Harkness, wie er sich jetzt nennt, Harkness, spazierte hier rein und wollte einen neuen Speicher. Also tauschte ich seine Speicher aus. Glaube nicht, dass das schon mal einer getan hat. Vor allem nicht hier unten. Diese Commonwealth-Technologie ist im Grunde gar nicht so kompliziert. Ich bin auch der Einzige im Ödland, der die Fertigkeit und den Mut zur Gesichtschirurgie hat. Dieses Androidenfleisch ist dem unseren recht ähnlich. Ach, Beweise. Ich habe alles dokumentiert, damit ich's dieser Dr. Lee um die Ohren knallen kann. Ich hasse diese hochnäsige Ziege. Du auch? Schade, dass Sie nicht mit Dr. Lee klarkommen. Wir sprachen über den Androiden. Diese Hexe hat mein Leben zerstört. Aber wen interessiert das schon? Sie wollen ja nur ihre tollen Beweise. Ist alles in meinem Computer. Hier ist das Kennwort. Sehen Sie selbst. Zum Teufel, nehmen Sie diese Bilder und das Holoband direkt vom Sündmenschen. Aber erzählen Sie es nicht Harkness. Er würde Ihnen sowieso nicht glauben und Sie möchten ihn sicher nicht verärgern. Er kann unfreundlich werden. Was glaubst du, was ich kann? Harkness sollte wissen, dass er ein Androide ist. Vielleicht bin ich ja einer. Vielleicht werde ich meine Androidenarmee gegen euch Menschen aufhetzen. Yay. Klingt nach Spaß. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Sie haben wohl recht. Aber keine Sorge. Ich habe seine Erinnerungen nicht wirklich gelöscht, sondern nur begraben. Sie können sie zurückholen. Okay. Einfach den Rückrufcode verwenden. Mit dem Befehl A321 Rückrufcode Violett aktivieren, werden die versteckten Unterprogramme aktiviert. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Aber warum sollte man dem Androiden helfen wollen? Was glauben Sie denn? Ich wollte diese Commonwealth-Büchse öffnen und mal nachsehen, was sich darin so verbirgt. Da waren Sachen drin, von denen ich davor nur gehört hatte. Mir ist schon klar, warum Zimmer ihn so dringend zurück wollte. Okay, und was gibt es über das Commonwealth zu erzählen? Das meiste davon ist zerbombtes Niemandsland wie hier. Aber es wird geredet. Gerüchte über eine Einrichtung, die sich das Institut nennt. Zimmer und der Androide stammen von dort. Keine Ahnung, was die sonst noch haben. Aber eines ist klar. Dagegen sieht unsere Technik alt aus. Na dann, nichts wie hin, oder? Und was machst du hier überhaupt? Hier wohne ich. Gut. Hier mache ich meine Arbeit. Außerdem ist es sehr weit von Dr. Lee und diesen als Wissenschaftlern verkleideten Affen entfernt. Sie haben meine Verteidigung überwunden. Sie sind also kein Dummkopf. Da Sie mich nicht getötet haben, denke ich, dass das nicht Ihr Ziel ist. Gut, Sie können sich hier aufhalten, wenn Sie dies möchten. Aber fassen Sie bitte nichts an. Glaubst du, was? An mir? Sicher kann ich das. Ich bin der Einzige im ganzen Ödland. Okay, das hast du da schon. Da Sie anders als die anderen Waschlappen sind, mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie an sich herumschnippeln lassen wollen, mache ich das für Sie. So kann ich mein Können verfeinern und Sie bekommen den besten Chirurgen. Die Chancen, an einer Infektion zu sterben, beträgt nur etwa 35%. Gar nichts. Also, wie möchten Sie denn aussehen? Ach, so ist das. Fertig. Ja. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich habe nichts gemacht, mein Freund. 35%. Seien Sie immer auf der Hut. Dankeschön. Nichts anfassen.
kommt ja gar nicht in die Tüte. Dann Kiste, Aktenschränke. Naja. Oh, hello. Oh. Er lebt. Er lebt noch. Ja, hier ist nichts weiter, nicht? Wo geht's her? Ich darf doch mal. Schön. Mit einem Fernseher. Was will man mehr? Okay. Ja, dann mach's gut, Hallo. Pinky. Mach's gut. Komm ich hier nicht? Ich muss wieder. Verzeihung. Oh, Moment, jetzt ist hier und. Au! Oh, na, 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 na! Radio. Oh, na, 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 warte, 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 warte. Wo ist mein. Schneiderzug. Gott sei Dank. Hey, ich bin bombvoll. Wieder mal. Okay, wunderbar. Wohin, in welche Richtung soll ich einschlagen? Oh, man, 1000 Wege. 10.000 Metallkisten. Gib mir das nicht. Oh, ich bin voll. Oh, no. Alles leer. Ich mach's trotzdem auf. Kein Problem. Kein Problem. Kann ich irgendwas reparieren hier? Ah. Oh, shit. Nichts. Nichts. Oh, Schabernack. Data. Aber ich brauche ohnehin. Was brauche ich denn ohnehin? Chat Medic, Shot Resistance, ne? Ne. Ich nehme mir hiervon was. Und. Wozu eigentlich? Und den Wodka nehme ich auch noch. Oh ja, das ist gut. Bop, 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 Nuke. Ach, vergiss es, Nuke. Oh, zum Henker. Ich finde hier nie wieder raus und werde elendig verrecken an Strahlenkrankheit. Ich sehe es schon. Vorsicht. Was? Ich kann nicht glauben, dass hier nichts ist. Ich habe es sicher übersehen. Ja, trinken. Gute Idee. Eine Mikrofusionszelle. Gut, wenn es nichts wiegt, ist es meins. Gerdspaltungsbatterie ist mir Wurst. Es muss hier irgendwie. Ich bin sowas von überzeugt davon, dass hier irgendwas Wertvolles ist. So überzeugt war ich noch nie. Werkzeugkasten. Oh nein, ich werde es übersehen. Ich übersehe es. Bin auch immer überzeugt davon. Dann lass mich doch in Ruhe hier. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Wie geht's mir jetzt? Leuchte ich ein wenig? Böse. Ich bin nur noch böse. Nur. War schon schlimmer. War schon schlimmer. Na, gar nichts. Oh ne, sind meine ganzen Tasten weg? Oh Gott! Ich meine, meine Tasten sind schon noch da, aber für die Schnellwahl der Waffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, was ist denn? Ist mir eindeutig zu weit zu gehen? Okay. Da hat wohl jemand seinen Posten verlassen. Die habe ich durchstöbert. Gut. Mark Treppenhaus, ich habe keine Idee von einer Idee. Wo ist denn der Gute? Hey, hey, hey! Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten mit. Okay, ich habe eine Auffälligkeit. Du bist ein Androide. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Gibt es irgendein Problem? Wie soll ich das sagen? Sie sind nicht, wer Sie zu sein glauben. Was soll das heißen? Hören Sie zu. Ich habe keine Zeit für existenzielle Debatten. Und noch weniger Interesse an komischen Pseudoreligionen. Sie sind ein Roboter, Sie kommen, Adolf. Ja. Wie bitte? Ja. Gut. Sie haben genau 5 Sekunden, um zu erklären, was das hier soll. Oder Sie verlassen River City über die nächstgelegene Luke. Okay, warte. Ich weiß, Sie glauben mir nicht, aber ich sage die Wahrheit. Die Wahrheit ändert sich nicht. Die Fakten sprechen für sich. Ich habe Bilder und Audiobeweise. Na schön. Ich gebe nach. Gut. Aber das ist unmöglich. Ich kann kein Roboter sein. Ich bin ein menschliches Wesen. Nicht so laut, Mann. Ich atme. Ich esse. Zum Teufel, heute Morgen habe ich mich beim Rasieren geschnitten. Ich habe geblutet. Roboter bluten nicht. Das ist kein echtes Blut, Harkness. Es ist synthetisch, wie alles andere auch. Sie sehen und agieren wie ein Mensch, sind aber keiner. Der Beweis ist da. Tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß noch nicht mal, was ich von alledem halten soll. Ich gebe zu, dass das ziemlich erdrückende Beweise sind. Aber sie ergeben keinen Sinn. Wie kann das möglich sein? Und zwar tut mir leid, Harkness, aber ich habe keine Wahl. A321, Rückrufcode, Violett. Willkommen in der Wirklichkeit, dreckiger Androide. What? Tut mir leid, Harkness. War das gut? Mein Gott, ich erinnere mich an alles. Aus der Zeit davor. Simmer, das Commonwealth, das Institut, all die Schmuggler, die ich erledigt habe. Sie haben mich daran erinnert. Warum? Wie? Ich... Egal. Ich... Mein Gott, was mache ich nur? Mein Leben, alles, eine Lüge. Komm runter, Mann. Keine Sorge, Agnes, Ihr Geheimnis ist bei mir in sicheren Händen. Danke. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie die Leute reagieren würden, wenn sie wüssten, dass ich... Naja, kein richtiger Mensch bin. Hier ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Die beste Waffe, die ich je hatte. Yes! Und ich habe sie schon lange. A321S Plasmagewehr. Ich stehe nicht so auf diese... Oh Gott. Ich mag nicht Energiewaffen. Ich kann es nicht ändern. Ich werde es in keinem Spiel jemals benutzen. Nicht jetzt, nicht in Zukunft. Na gut, vielleicht in Zukunft muss ich, aber... Das ist ein Geheimnis. Aber generell... Okay, und was jetzt? Ich habe 2 Erinnerungssätze. Einen Androiden, einen menschlichen. Einige davon sind meine. Einige gehören jemand anders. Aber ich habe mich entschieden, menschlich zu sein. Ich habe die Wahl. Die Leute auf dem Schiff brauchen mich zu ihrem Schutz. Und ich bin für sie da. Warum die Veränderung? Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich einen entflohenen Androiden einfing, bekam ich was zu hören über Selbstbestimmung, Freiheit. Anfangs prallte alles an mir ab, aber irgendwann begann ich drüber nachzudenken und... Naja, sie hatten recht. Wir sind wirklich Sklaven. Wir verdienen ein eigenes Leben. Also traf ich eine Entscheidung und ließ mein altes zurück. Sie haben mir jetzt die Erinnerungen an beide gegeben. Ist doch gut, ist doch gut. Und wie kam es zu der Entscheidung, in dieser Rostlaube zu leben? Wir sind die sicherste und am besten geschützte Okay, das glaube ich, hat mich schon. Und wie soll ich dich jetzt nennen? Naja, ich weiß nicht genau. Was soll's? Nennen Sie mich Harkness. So kennen mich die Leute hier. Das ist jetzt meine Identität. Es ist besser für alle, wenn wir so tun, als wäre ich schon immer Harkness gewesen. Die Wahrheit bleibt unser kleines Geheimnis.
Okay. Okay, okay, alles klar, das war's. Okay, danke. Dann machen Sie mal schön weiter. Genau, ein bisschen freundlicher in Zukunft zu mir sein. Und wenn ich das hier stehle, will ich, dass du ein Auge zudrückst. Ein Androidenauge. Könnten wir da ins Geschäft kommen? Könnte ich bitte ein paar Lego anbissen und eine New Coca-Cola haben? Wenn Sie was wollen, dann sagen ja, Sie es. Ja, ja, ja. Ich möchte es ja sagen, ich muss zuerst warten. Ich habe noch immer so wenig. Ah, Mama. Was habe ich denn jetzt von dir bekommen? Warte, ich bin noch völlig. Okay, tschüss, fertig. Will nichts. Danke, tschüss. Ah, nicht tap. Okay. Schaden 31, holy. Kettling Laser, holy. Ist tatsächlich mein bestes Ding. Die ist das, okay. Bzzzt, bzzzt. Du kennst das, oder? Bzzzt. Okay, ich bräuchte noch nichts. Ja, und was soll ich jetzt machen? Zimmer töten? Ich meine, das ist kein Problem, aber... Ich will zu dem Institut. Ich will das Institut sehen. Das Wasser des Lebens ist okay. Das war's mit Zimmer. Forschungslabor. Man, das sieht aus wie eine Mikrowelle, was ich hier herumschleppe. Weg mit dem Besen, du hast recht. Das macht mir Angst, aber ist in Ordnung. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Was? Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes altes Rivet City. Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen was Sie? Was ist denn? Sind Sie einer von denen? Wow, deine Augen glänzen. What is this? Ich tue noch nicht weh. Wovor haben Sie denn Angst? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Natürlich, erzähl es einfach mir. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Sister? Ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Wirklich? So bin ich. Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Soll ich ihn erledigen für dich? Ich muss darüber nachdenken. Hier hast du 25 Kronkorken. Vielleicht kriegst du dafür eine Waffe. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Werden Sie mir jetzt helfen? Ja, mach ich doch. Hier, 25 Kronkorken. Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Kein Problem. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Oh ja. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wäre über eine Stunde lang. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Ted Strayer, Sie können mit mir die Zeit totschlagen, wenn Sie wollen. Wieso sollte ich das tun? Der Plan gefällt mir. Gibt es irgendwas zu tun? Meinen Sie so etwas wie Reparaturarbeiten? Nein. Generell nichts, ich was mit Arbeit nur zu tun die Zeit hat. Tot, Mann. Geil. Ich habe genug Medikamente, um es eine Weile auszuhalten. Gut. Oh ja. Oh gut, bis später. Bis später, Mann. Alles klar, Mann. Ich auch. Oh, ich muss die Waffen wieder einstellen. Danke für dein Geheimnis. Wo ist Sister? Was ist mit Sister? Soll ich Sister töten? Oh, Brother, 19 Minuten. Ich sage danke. Ah, meine Stärke ist weg. Ich bin überlassen. Überladen, meine ich überlassen. Sister! Ich komme ganz langsam zu dir. Ganz langsam, das habe ich schon ausgeforscht, oder? Ja. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Also. Und ich muss wieder. Funktioniert nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, zum Waffen wechseln. Ich glaube, ich brauche ein Hotelzimmer hier. Diskutiert Gelände auf dem Flug der ganzen Zimmer! Was gibt's hier zu quatschen? Hallo? Sicher werden Sie was dagegen.
Ich habe mich schon verabschiedet, genau. Ach, ich kann mich nicht aufhören. 20 Minuten. Ach, hallo. Ach, hallo. Vera. Willkommen zurück. I love you. Warum sollte ich... Was kostet ein Zimmer? Ein Zimmer kostet nur 120 Kronkorb. Das ist mein bestes Angebot. Für immer? Oder für eine Stunde? Oder wie ist das? Oh Mann. Wo habe ich denn jetzt meine Sachen? In Dings. Okay. Nee, danke. Na gut. Oh shit, aber wenn ich hier speichere und hier mal hinlaufe, das ist zu lange für einen, für eine Unterkunft. Oh Mann, ich brauche eine eigene Unterkunft. Die bequem per Schnellspeicherung zu erreichen ist. Ah, Schnellspeicherung. Schnellreise. So dauert das viel zu lange. Oh, da bleibt mir nichts anderes übrig. Danke fürs Zusehen. Jetzt aber. Tschüss.